Doch Tim schüttelte den Kopf. So verlockend es klingen mochte, König in einem geheimnisvollen Zauberreich zu sein, er wusste, dass dies nicht sein Weg war. Mit einem entschuldigenden Lächeln wandte er sich Pamina zu. Hatte er sie wieder einmal verletzt? Doch die Prinzessin, nein, Königin, erwiderte das Lächeln. Du bist nicht enttäuscht, dass ich gehen muss? Pamina trat an ihn heran. Ich dachte mir schon, dass du von einem fernen Ort kommst und wieder dorthin zurück mußt, sagte sie. Dann wurde sie ernst. Früher habe ich geglaubt, dass ich solch einen Prinzen von weit her brauche, ein Mensch, der herbeieilt und mich rettet. Doch nun weiß ich, dass nur ich selbst dieser Mensch sein kann, und dieses Wissen soll mein Reich in eine bessere Zukunft führen. Bewundernd schaute Tim zu Pamina. Hier würde sich in nächster Zeit vermutlich so einiges ändern. Zu gerne hätte er das miterlebt, doch er spürte nun sehr deutlich, dass diese Welt nicht seine Heimat war. Das ist schon seltsam, sagte er nachdenklich. Darüber, dass wir ständig fast gestorben wären, hätte ich beinahe nicht bemerkt, wie einfach hier alles ist. Einfach? fragte Sarastro verwundert. Alles fügt sich so leicht zusammen. Papageno singt ein paar Lieder, und die Frau seiner Träume erscheint. Er zeigte hinab auf das lachende Paar, das inzwischen die frohen Tänze der Stadtbevölkerung anführte. Es fühlt sich an wie ein Märchen, als wäre alles nur erfunden. Der hohe Priester schmunzelte. In einem Märchen hättest du vermutlich als heldenhafter Prinz ein paar haarsträubende Abenteuer erlebt und schließlich dem Bösewicht Zarastro den Kopf abgeschlagen, meinte er. Was passiert ist, verlief ja schon ein wenig anders. Ihr wisst schon, was ich meine. Gewiss vielleicht kein Märchen, sondern ein Mythos.